Warum? Warum? Niemand hat sich Arceus so sehr hingegeben wie ich. Niemand hat die alten Mythen des Schöpfers unserer Welt so eifrig erforscht wie ich. Fremder, bist du etwa für diesen Moment aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen? Nein, nein, das hier ist noch nicht vorbei. Kannst du sie spüren? Die unheimliche Präsenz, die die Tiefen deines Herzens gefrieren lässt? Oh yeah. Ach Mann, ey. Hui. Giratina, erledige ihn! Aber meine Pokémon sind doch jetzt wieder geheilt, oder? Nein, sind sie nicht! Sind sie nicht! Was zur Hölle? Das kann nicht euer Ernst sein! Nein, das stimmt einfach nicht! Was soll das denn, bitteschön? Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr mich jetzt... Das ist doch völliger Bullshit, ey. Nein, es geht einfach nicht. Okay, wir dürfen zweimal angreifen. Steht da jedenfalls. Durch die Rauchwolke, genau. Was mit der Aeroast? Dem kannst du nicht entfliehen. Oh, scheiße, ey. Ach Gott, ey. Oh Gott. Oh, was? Hä, wie heftig, ey. Warte mal. Komme ich eigentlich hier oben? Kann ich mich hier oben hin teleportieren? Nee, kann ich nicht. Ich würde vielleicht gern ein paar Items kaufen. Nee, wisst ihr was? Nee. Nee. Muss ich jetzt nochmal ganz gegen den kämpfen? Nein, das ist nicht euer Ernst, Mann! Oh, das stimmt nicht. Ey, jetzt mal ganz... Sie können doch nicht jetzt... Oh, nee, ey. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Oh mein Gott, ey. Nein! Das ist sowas von uncool gerade. Also so maximal uncool. Ich finde, ich habe dafür gerade keine anderen Worte. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was das wird. Ich habe da wenig Hoffnung gerade. Den ganzen Kampf nochmal. Vielleicht sollte ich auch einmal meine Sonderbonbons benutzen. Ich habe auch gar keine Beleber mehr. Setze ich halt einfach Hydropumpe ein, was soll's? Also das ist ganz schön dolle heftig. Also muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ich finde das ganz schön übertrieben gerade.
Naja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wenn ich sogar 1000 Mal irgendwie angreifen hintereinander. Boah, wie soll denn das gehen? Boah, hat mir jetzt nicht noch hier, ja. Der war sehr effektiv. Machen wir das einfach mal. Schön, Nahkampf. Haust du drauf. Heim, ich muss den wahrscheinlich eh nochmal machen, den Kampf. Ich muss den ja wahrscheinlich eh nochmal machen, weil ich einfach nicht genug Items für Giratina habe. Weil er greift einfach 1000 Mal an und ich stehe daneben und ja, kann halt zugucken. Guck dir das an! Der darf 3-mal angreifen! Oh! Das ist doch nicht okay! Also in welcher Welt ist das denn bitte schön okay, dass der 3-mal angreifen darf einfach? In meiner nicht? Ich meine, es ist ja schon gut, wenn wir in dem Kampf irgendwie so ein bisschen sicherer werden. Nee, ich will nicht, dass du angreifen darfst. Weißt du, man kann das jetzt auch gerade gar nicht mit der Top 4 oder so vergleichen, weil zwischen den Top 4 Leuten konntest du dich einfach nochmal kurz heilen oder so. Ja, das ging. Hier bist du jetzt komplett, also wirst du halt gerade komplett allein gelassen, so. Kann ich das irgendwie vorspulen, bitte? Weil ich habe doch das jetzt alles schon gesehen. Ich möchte das nicht nochmal alles sehen. Ah, so, komm hier, komm. Komm, mach mal. Ich verstehe auch nicht, warum Arceus mir hier nicht zur Hilfe kommt. Das finde ich auch so ein bisschen verantwortungslos, muss ich ehrlich sagen. Arceus hat mich schließlich hierher geholt, auch. Ja, hat mir so ein schönes Handy gegeben. Da könnte der mir jetzt eigentlich schon ein bisschen helfen, finde ich. Ich finde das gerade sehr, weiß ich nicht, unkumpelhaft, unkollegial. Wie sagt man noch? Unkameradschaftlich. Schon so, ne? Und ich kann nicht mal weglaufen. Sondern ich muss das jetzt hier machen. Und ich kann auch nicht angreifen, weil das Ding einfach viel zu schnell ist. Er macht mich einfach putt. So, ohne Probleme. Was ich überlegen könnte, ist halt irgendwie Dialga noch dazu zu holen. Einfach auch, damit ich levelmäßig halt ein stärkeres Pokémon dabei hätte. Alter, das zieht einfach nichts ab. Also gar nichts, ne? Der war einfach keine andere Attacke, die gerade treffsicher genug ist. Ja. So. Alles klar. Wir wissen, was wir machen müssen. Ja. Wir müssen auf jeden Fall erstmal unsere Pokémon heilen. Achso, die sind ja schon geheilt. Gut, dann müssen wir ein paar Pokémon vielleicht austauschen. Müssen wir tatsächlich machen. Einkaufen erstmal. Ja. Diggi, warum verkaufst du mir nichts Vernünftiges? Was soll der Scheiß denn? Das ist doch nichts. Das kann nicht dein Ernst sein. Aber jetzt mal ehrlich.
Wie dreist ist das denn bitte schön? Das sind doch keine. Das sind doch keine Items, Mann. Das ist peinlich. Alter, erstmal wirklich. Also das geht echt nicht. Nee, sorry, aber das ist absolut dreist einfach. So, nehmen wir die Jäger mit. Müssten wir auch irgendwie noch aufleveln, so ein bisschen. Dann hätten wir natürlich. Ja, okay, da gehen wir in die richtige Richtung. Mit unseren ganzen legendären Pokémon. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir da tatsächlich was hätten. Jetzt habe ich natürlich an sich meine Pokémon schon verstärkt. So. Mit den ganzen Sachen. Da weiß ich nicht, ob jetzt überhaupt wer anders da so in dem Sinn noch mithalten könnte. Gerade wenn es jetzt gegen Dings geht. Ah, das wird schwierig. Jetzt hätten wir natürlich die drei hier noch. Aber wir wissen ja auch, dass Level jetzt nicht unbedingt so ausschlaggebend sind, ne? So. Ist halt die Frage, wofür bräuchten wir Dialga denn? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir mehr Items haben. Cool. Ja, ich muss ins Dorf zurück. Ich brauche ganz andere Items. Ich brauche ganz andere Items jetzt, weil die bringen mir ja gar nichts. Also absolut gar nichts. Und ich finde, das ist eine Frechheit gerade. Bei Volo konnte ich vorher irgendwie voll das coole Zeug kaufen und jetzt ist hier irgendwie, weiß ich nicht. Das ist doch Quatsch. So, was hast denn du für Waren? Das ist ja auch nichts. Was machen die denn? Kann ich hier irgendwo mal vernünftige Items kaufen oder was? Also das ist doch gerade überhaupt nicht. Was machst du eigentlich? Ey, nicht so, aber das ist doch. Wir sind völlig aufgeschmissen mit dem Zeug hier. Das sind doch keine Items, das ist eine Zumutung. Also das muss ich einfach mal dann so auch so ganz knallhart so sagen. Was machen wir denn da jetzt? Irgendwoher brauche ich vernünftige Items. Hier ist noch so ein Gemischtwarenladen. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Nee. Ach, deswegen brauchen wir das Zeug, damit wir den hier erweitern können, ne? So, wo finde ich jetzt Knallmoos?
So, wo war das jetzt hier mit dem... Das muss ich halt machen. Wo kriege ich Knallmus her? Gott, ey, Mist, ey, das ist jetzt richtig... Oh, da hätten wir viel mehr machen müssen. Ich weiß nicht, wo es Knallmus gibt. Ich muss mal kurz googeln. Okay. Arceus Knallmus. Relativ einfach, aber das Kobalt-Küstenland. Ginkgo-Strand. Alles klar. So. Ja, man muss halt bloß wissen, ne? Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen googeln. Ist mir völlig egal. Machen wir jetzt einfach. Ey, ich könnte so brechen gerade, wirklich. Hier ist der Ginkgo-Strand, ne? Ist das Knallmus? Das ist Knallmus. Noch mehr Knallmus. Reicht. Gleich zurück. Gar nicht erst anfangen, hier irgendwie in irgendeiner Form Zeit zu verlieren. Ab ins Dorf. Und wenn der Gemischwarenladen mehr Sachen anbietet, dann kriegen wir vielleicht auch besseres Zeug. So, und dann... Ne? Dann können wir vielleicht auch vernünftige Items kaufen. Ich nehme euch auf die Reise mit. Gott, diese Folge wird so unglaublich lang. Es tut mir fast leid. Ehrlich. Es tut mir echt schon ein bisschen leid, dass ihr das jetzt alles mit... Wir hätten uns viel besser vorbereiten müssen. Die ganze Zeit, die ganzen Monate jetzt, die wir dieses Spiel spielen, hätten wir uns viel besser vorbereiten müssen. Ja, komm, hier, nimm das. Nimm das Knallmus. Ah, neue Waren, okay. So, natürlich müssen wir gleich noch mehr machen, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja, wir können ja erstmal gucken, welche Waren jetzt angekommen sind. So, neue Waren. Aber es gibt natürlich schon wieder etwas. Gut, was braucht er? Knirschmineral. Das müssten wir eigentlich haben. Ja. Haben wir zur Genüge. Das ist gut. So, machen wir gleich mehr. Hin und her jetzt hier. Ey, wenn das hier vorbei ist, ich werde gleich ins Bett fallen, wirklich. Am besten gehe ich gleich wieder schlafen. Oh. So habe ich mir meinen Sonntag eigentlich nicht vorgestellt. Aber gut. Muss halt sein. So. Jetzt gib mir mehr Sachen jetzt. Und irgendwann muss das ja auch mal vorbei sein, ne? Irgendwann muss ja diese Questreihe auch mal vorüber sein, oder? Weiß nicht, wie oft will der einen jetzt hier noch hin und her schicken? So, wir haben fertig. Deine Geschichte? Was denn für eine Geschichte? Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben auf jeden Fall Top-Tränke. Das ist aber noch nicht das, was ich möchte.
Okay, nehmen wir erstmal 20 Beleber mit. Top-Tränke nehmen wir auch irgendwie. Ja, können wir auch 20 nehmen. Muss halt schnell gehen. Eigentlich bräuchten wir halt Top-Beleber, damit wir. Weil so verlieren wir gleich immer zwei Runden. Das ist halt auch ein bisschen doof. Habe ich nicht das Dings für einen Top-Beleber? Warte mal, kann ich ja hier gucken. Ist ja Quatsch. Dann stelle ich es einfach selber her. Das geht ja vielleicht auch. Also vielleicht. Nee, natürlich habe ich das nicht. Egal. Sollen wir es so probieren? Wir können es ja probieren. Eine weitere Quest gibt er uns ja einfach gerade auch nicht. Ja. Ich kann mich nicht da hoch dingsen, ne? Egal. Warte mal, wo geht's jetzt? Wo sind wir gerade? Ach, wir sind ja da unten. Ach, ist ja Quatsch. Da ist es ja Quatsch. Wir müssen natürlich zur Gipfelbasis. So. So, vor allem jetzt auch mit einem neuen Team, das wir so noch gar nicht ausprobiert haben. Das wird lustig. Weiß ich auch noch gar nicht, mit welchem Pokémon ich da eigentlich gerade starten soll. Da müssen wir uns jetzt nochmal die Attacken angucken. So, das machen wir jetzt auch erstmal. Zwar Dialga-Attacken verwalten. Natürlich alles Drachenattacken, Antikraft. Nee. Dann haben wir Cresselia. Sind natürlich an sich erstmal gut. Genesung wäre natürlich auch an sich vielleicht ganz gut. Schauen wir mal, wie das wird, so allgemein. Kann man auch bei niemandem gerade einsetzen. Wir haben auch nichts anderes in der Richtung. Wir versuchen es jetzt mal mit Cresselia am Anfang. Wir versuchen es. Ja. Das kennen wir alles schon. Man kann es leider nicht vorspulen. Aber ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir wahrscheinlich auch machen, bevor wir die letzte Attacke in diesem Kampf machen, dass wir alle zumindest belebt haben. Also zu allermindest belebt. So, und jetzt schauen wir mal. So, jetzt haben wir schon mal zwei Attacken. Mondgewalt ist gut. Ja, alles klar. Sehr gut, Cresselia, es ist wirklich sehr gut. Arcani als nächstes. Knirscher leider sehr effektiv. Natürlich kannst du nochmal angreifen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Noch ein drittes Mal? Hä? Da hätten wir Dialga. Okay.
Wir wollen schon dafür sorgen, dass unsere Pokémon natürlich auch so wenig wie möglich beschädigt werden. Am besten, dass auch noch alle leben. So, haben wir wieder Erdkräfte als sehr effektive Attacke. Ja, das war klar, dass er das ein bisschen... Nein! Okay, setzen wir jetzt aber Tornupto ein, würde ich sagen. Natürlich wieder mit Hitzekoller. Dann müssten wir auch schon mal anfangen, die auch gleich wieder zu beleben. Damit wir da nicht allzu viel Zeit verschwenden. Knackrack. Hat Kräfte natürlich. Das war so klar. Komm, lass mich tauschen hier. Oder hat er eine Attacke, die gut ist? Nee, hat er natürlich nicht. Oh nein, wir machen mal Items. Pass mal auf. Weil wir müssen ja eh gleich tauschen. Und dann packen wir das jetzt einfach mal auf Dialga. Vielleicht würde ich dann noch erstmal Dialga einsetzen, bevor wir Palkia einsetzen. Weil wir haben ja hier Zeitenlärm. Das würde ich schon gern ausprobieren. Reicht sogar. Reicht sogar. Dialga, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Togekiss. Ja, weiß ich nicht, inwieweit ich da was ausrichten kann. Aber dafür haben wir Luxtra. Warum auch immer die tausendmal hintereinander angreifen können. Das kommt einfach, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Wir haben hier, achso, Dialga hätte auch gut gewirkt tatsächlich. So haben wir jetzt aber erstmal Luxtra, den wir jetzt hier einsetzen müssen. So, und dann bei... Roserade zum Schluss können wir ein bisschen, da können wir dann tatsächlich ein bisschen Zeit sparen und alle Pokémon erstmal wieder so lebendig machen, ne? Tempotechnik mach. Eieiei. Was ist denn da los? Wir dürfen natürlich auch nicht zu mutig werden. Ne? Deswegen müssen wir jetzt definitiv erstmal wiederbeleben. So, die Alga auch gleich. Ganz wichtig. Wir brauchen halt etwas, wo wir jetzt erstmal aushalten. So, Hitzekoller kurz. Dürfte reichen können. Sehr gut. So, jetzt kommt Roserade. Wichtig ist, dass wir jetzt einfach noch einen Beleber einsetzen können. Ja, mach doch deinen scheiß Stachler. Interessiert mich überhaupt nicht. So. Luxtra bitte. Und dann müssen wir hier anfangen, hier Top-Tränke zu verteilen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen, oh, na klar. Na klar, das war ja klar. Ich mache jetzt einfach mal Palkia. Es geht jetzt darum, die Leute zu beleben, ne? Das ist jetzt hier die Aufgabe. Einfach so gut es geht, Leute zu beleben. Kannst du gerne Tempotechnik machen.
Ja, auch okay. So, und jetzt Top-Tränke. Das müssen wir jetzt einfach aushalten. Wir fangen bei Cresselia an. Würde ich auch gleich als nächstes einsetzen wollen. Palkia selber können wir natürlich auch noch schnell heilen. Einfach damit es noch ein bisschen aushält. Ist ja gerade von den Splittern befreit. Sehr gut. Wenn er jetzt nochmal Blättertanz macht, zieht nicht so viel ab. Darf natürlich nochmal angreifen. Das könnte jetzt Palkias Ende tatsächlich schon sein. Ja. So. Cresselia. Wir verteilen Top-Tränke. Wir verteilen noch mehr Top-Tränke. Das ist gut. Das ist... Nein, natürlich nicht. So. Oh. Es ist schön zu wissen, dass man weiß, diesen Kampf gewinnen wir definitiv. Wir müssen uns halt jetzt schon auf den Kampf danach vorbereiten. Das ist eigentlich mega, mega nervig. Die Attacke hat verfehlt. Oh, sehr gut. So. Uns fehlen halt jedes Mal, eine extra Runde fehlt uns hier jedes Mal, ne? Wenn wir hier gegen... Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch... Uns fehlt jedes Mal noch eine Runde, da wir keine Top-Tränke haben, sondern Top-Beleber, sondern nur normale Beleber. Das macht das richtig, richtig nervig gerade. Aber Cresselia hält so gut durch gerade. Das ist Wahnsinn. Also wirklich. Hier wollen wir jetzt erstmal aufpeppeln. Und dann sind unsere Pokémon nämlich auch... Bis auf Palkia jetzt haben wir einen guten Start oder einen guten Stand auch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch den Top-Trank auf Palkia und dann können wir auch anfangen, Roserade kurz zu besiegen. Ah, guck mal, das ist ja im Eis. Also erstmal kurz einen Top-Trank auf Cresselia. Dann noch ein Hyperheiler. Ich glaube, das war ein Hyperheiler, den wir da noch haben, ne? Ansonsten hätten wir den echt einfach mal mitnehmen müssen. Cresselia hat sich von den Spitzensplittern befreit. Das ist schön. Ah, da kommen sie schon wieder. Wen wundert's? Ne, ist nur ein Hypertrank. Haben wir keinen? Das ist natürlich auch nett. Egal. Psychoklinge. Hätten wir vielleicht eine starke Attacke machen sollen. Reicht aber auch so. Okay. So, und jetzt Giratina. Jetzt haben wir zumindest ein ganzes Team. Ja? Oh Gott, ey. So, jetzt muss ich mich mal kurz strecken. Oh, Levelaufstiege. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir haben ja noch Beleber und Top-Tränke. So, Giratina. Nun komm her. Komm her. Hab immer noch Giratina, erledige ihn! Okay. Okay, Cresselia.
Cresselia ist an sich auch ein guter Start, glaube ich. Schauen wir mal. Ah, nee, doch nicht. Aber jetzt können wir erstmal gucken, wer denn überhaupt effektive Attacken gegen Giratina hat. So, wir hätten hier Zeitenlärm, das ist gut. Mondgewalt wäre noch gut. Sehr effektiv wäre zum Beispiel auch noch Knirscher. Knirscher wäre auch gut, weil es, ne, auch so. Okay, Marschomai bringt uns gar nichts. Dann hätten wir noch Palkia. Ich würde jetzt erstmal gerne mit Luxtra reingehen. Weil wir mit Knirscher vielleicht so ein bisschen Defensive schwächen könnten. Und wir treffen auch. Sehr gut, Luxtra. Sehr gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Giratina sich vielleicht noch es war klar, dass er zweimal angreift. Dass Giratina vielleicht noch seine Form ändern könnte. Das könnte tatsächlich passieren. Giratina ist wieder zu sehen. Das stimmt, sage ich einfach mal. So, Raumschlag machen wir jetzt als nächstes. Ist zumindest sehr effektiv. Wie effektiv werden wir jetzt gleich sehen? Ja, nehmen wir mit. Komm, gleich nochmal. Das dürfte dann schon das Ende sein. Aber ich glaube, das erst die, nur die eine Form, oder? Da kommt da bestimmt noch eine zweite Form gleich. Sag ich doch. Sag ich doch. Giratina entfesselt seine wahre Kraft. Ich hasse es, recht zu haben. Manchmal, muss ich wirklich sagen, hasse ich es, recht zu haben. Wir setzen Tornupto ein, um mal wieder ein paar Beleber zu verteilen. Wenn wir denn dazu kommen. Muss man ja auch sagen. Ja, sie hat verfehlt. Komm, gleich das nächste. Alter, Tornupto! Ah. Ja, Mann! Okay, da bleiben wir jetzt mal kurz dabei. Machen wir erstmal so weiter. Alter Tornupto, ich liebe dich. Wirklich. Ich liebe dich. Jetzt trifft er auch mal. Ist okay. Darfst auch mal treffen. Keine Sekunde zu früh, ey. Wirklich. So, wir versuchen es mit Mondgewalt. Natürlich als Kraftattacke. Und du triffst bitte auch. Ganz wichtig, dass du triffst. Ja, ist okay. So, wir machen weiter. Das ist gut. Das ist gut. Es läuft gut. Wir können das schaffen. Wir haben hier ein sehr gutes Team gerade. Ja, Cresselia! Hält es voll aus. So. Jetzt die Alga. Seitenlärm! Trifft nicht! Trifft nicht! Nicht gut. Nicht gut. Komm, 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 komm. Yes! Das war's! Oh! Können wir es fangen? Nee, ne? Diesmal hast du es geschafft, Giratina zu besiegen. Oh, viel zu knapp, ey. Du fliehst vor diesem Menschen?
erbärmlich. Dabei habe ich dir die Kräfte verliehen, um dich Arceus entgegenzustellen. Ich habe dafür gesorgt, dass du das Raum-Zeit-Gefüge zerreißen konntest. Alles, um die Herrscher über Raum und Zeit in den Wahnsinn zu treiben und so die Schöpfergottheit hervorzulocken. Warum? Wie kann das sein? Allmächtiges Arceus, wenn du ein Herz hast, dann antworte mir! Fließt nicht das Blut aller Sinuaner durch meine Adern? Was an mir entspricht nicht deinen Erwartungen? Bist du etwa nicht der Meinung, dass diese Welt neu erschaffen werden muss? Ich kann diese unbeantworteten Fragen nicht ertragen. Meine Neugier muss befriedigt werden. Sag, Butch, hast auch du Träume, die dich antreiben? Ja, die habe ich schon. Also hast du Träume. Aber ich bin mir nicht sicher, dass ich meine Träume nicht mit denen deinen vergleichen lassen. Ich bin ein Pokémon-Bändiger. Du aber kämpfst an der Seite deiner Pokémon. Am Ende stehe ich hier allein. Du jedoch nicht. Du wirst deine Träume zusammen mit Pokémon in Erfüllung gehen lassen. Diese Tafel habe ich von Giratina erhalten. Mit ihr hat meine Geschichte begonnen. Doch mit meiner Niederlage gegen dich nimmt sie nun ein Ende. Deshalb sollst du diese Tafel haben. Damit hast du nun alle Tafeln, die in Hisui existieren sollen. Deine Elysienflöte hat sich in die Azurflöte verwandelt. Das Schicksal ist grausam. Du sollst also die Azurflöte bekommen. Das bedeutet wohl, dass Arceus dich treffen möchte. Es hat dich auserwählt. Ob es dich deshalb in diese Welt gebracht hat? Ich werde bestimmt nicht dastehen und zusehen, wie mein lang gehegter Traum für dich in Erfüllung geht. Und noch weniger werde ich akzeptieren, dass du Arceus womöglich noch im Kampf besiegst. Eines Tages werde ich jedes Rätsel der Mythen von Hisui lösen. Und dann werde ich Arceus endlich gegenüberstehen. Ja, ich werde es dazu bringen, sich mir zu unterwerfen. Egal, ob es 10, 100 oder 1000 Jahre dauert. Du bist wahnsinnig, Mann. Upp. Warte mal, begegne allen Pokémon und spiele dann am Altar des Sinnoh-Tempels auf deiner Flöte. Aber was fehlt denn noch? Ich weiß ja gar nicht, was fehlt. Ich weiß auch gar nicht, ob hier jetzt noch was fehlt. 160 Pokémon registriert. Ist das gut? Lass mich mal kurz meine Pokémon wieder beleben. Also 160 klingt irgendwie nach einer guten Zahl. Wir versuchen es einfach mal. Nichts geschieht. Hä? Dein Arceus hat mir eine WhatsApp geschickt. Begegne allen Pokémon. Welchen denn noch? Welchen denn noch? Hallo, welchen noch?
Ach, Mann, ey. Ich weiß ja gar nicht, welche Pokémon es noch gibt, die wir noch nicht, denen wir noch nicht begegnet sind. Das heißt ja nur begegnen, ne? Das heißt nicht fangen. Ich finde jetzt hier aber auch nichts, wo irgendwie mit Fragezeichen oder so wären. Guck mal hier. Ja, die Entwicklung von Bouts fehlen mir halt noch. Wo soll ich die denn finden? Oder von Otaro? Hier die ganzen, die fehlen auch noch. Oh Gott, ey, das kann nicht sein, dass mir noch so viele Pokémon fehlen. Simsala fehlt mir auch noch. Panflam muss man natürlich noch entwickeln. Kriegt man relativ schnell hin. Wie soll ich das machen? Wie viele Jahre soll das bitteschön noch dauern? Ich hab wirklich, ich hab keine Ahnung. Alter, hier fehlen einfach noch. Hier fehlen einfach noch 1 Million Pokémon. Also mindestens 1 Million. Gott, ey. So. Ich habe eine Idee. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich werde das heute nicht mehr schaffen. Ich werde das heute nicht mehr schaffen, diese ganzen Pokémon zu fangen. Ich werde, und das ist jetzt mein Vorschlag, und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, ich werde diese Pokémon. Oh, warte mal, es geht noch weiter. Butch! Hast du schon gehört? Im Kobaltküstenland soll ein großer Schatten aufgetaucht und dann wieder verschwunden sein. Butch, was ist passiert, nachdem du mit Volo zum Sinnoh-Tempel gegangen bist? Verstehe. Der Schatten im Kobaltküstenland ist vermutlich das Pokémon, das auf die Kehrseite unserer Welt vertrieben wurde. Giratina. Wir sollten Nachforschungen anstellen. Das Kobaltküstenland ist aber ziemlich groß. Wisst ihr denn, wo die Suche beginnen soll? Okay, ich meine, um Giratina. So könnten wir uns eigentlich schon noch kümmern. Aber ansonsten würde ich die ganzen anderen Pokémon einfach außerhalb des Let's Plays fangen. Und wenn ich die dann fertig habe, machen wir eine abschließende Abschlussfolge irgendwann, in der wir Arceus dann noch wahrscheinlich besiegen oder fangen oder was auch immer. Vergiss es, ich weigere mich. Der ist also nicht so dafür? Okay. Ah, sei gegrüßt, werter Kunde. Entschuldige, dass du diese Szene mit ansehen musstest. Ich habe Tao Hua nur gebeten, mir neue Ware zu verkaufen, aber er will einfach nicht. Tut mir leid, dir das wieder aufbürden zu müssen, aber könntest du erneut mit Tauhua verhandeln? Strandrettiche will er haben. Ich muss ja eh ins Kobaltküstenland, ne?
Oh, eine Menge Panflammen. Erstmal Missionsliste. Die Panflammen sind eigentlich voll cool. Ach, egal. Vielleicht können wir hier auch irgendwie noch ein paar Strandrettiche irgendwie holen. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es am Strand Strandrettiche gibt. Deswegen heißen die ja so. Aber ich hier gerade selber so erstmal nichts sehe. Nee, das ist Holz. So. Wo ist jetzt dieser Schatten? Was soll denn das jetzt sein? Sonst gibt es ja auch noch das Ding hier in der Mitte, wo wir auch noch nicht waren. Können wir auch mal noch hin. Im Wasser gibt es ja bestimmt auch noch Pokémon, denen wir noch nicht begegnet sind. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Moin. Ach, guck mal, hier sind ja die blauen. Gucke mal. Du fehlt uns auf jeden Fall noch in der Liste. Nein, sag nicht, dass er abgehauen. Was willst du denn jetzt hier, bitteschön? Geh mal weg hier, ey. Wirklich mal. Nervt nicht. Den muss ich auch noch fangen. Nein! Trifft. Hä? Trifft doch mal! Mann! Warum? Warum trifft der denn nicht? Was ist denn falsch mit dir? Alter, jetzt mal ehrlich, Mann. Wow. Warst du das?
Wer war denn das gerade? Wenn man einfach umgebracht wird. Völlig verrückt. Die ganze Welt hier. Völlig verrückt. Also ohne Mist. So, was haben die jetzt hier mit dem Schatten gesagt? Ich sehe keinen Schatten. Kann das jetzt aber mal wegmachen. Hier hinten wäre noch was. Wir sind doch im Kobaltküstenland. So, was ist dieser Schatten, von dem hier gesprochen wird? Wir können einfach mal hier hin schwimmen jetzt. Machen wir jetzt auch einfach mal. So, da irgendwo, ne? Ja, so. Hier ist ein Garados. Mal cool. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das jetzt hier hinführt alles. Wirklich, keine Ahnung. Deswegen mal gucken, wie lang diese Folge noch wird. Auf jeden Fall die ganzen restlichen Pokémon, die uns ja noch fehlen, die werde ich tatsächlich, sagen wir mal, privat fangen. Das wird sonst zu viel. Das kriege ich hier nicht, das kriege ich hier nicht untergebracht. Also da werden wir ja in Monaten nicht fertig. Alle Pokémon, ich muss ja mal gucken, wo die alle sind. Das muss ich ja erstmal rausfinden. Wow, okay. Den hätten wir zumindest schon mal gefunden. Fettes Empoleon, ey. Nehmen wir mit. Digi, komm her. Ich will dich haben. Level 69. Nice. Hey, nicht so dolle. Mach mal Donnerzahn. Komm, mach mal nochmal Donnerzahn. Aber kein Volltreffer, bitte. Danke. Paralysiert. Perfekt. Ja, mach doch deine scheiß Hydropumpe. Ist mir doch egal. Fang dich jetzt trotzdem. Glaubst du denn? Nein, 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 nein! Oh, nein. Es ist immer, immer das Gleiche in diesem Spiel. Wirklich. Oh, ich Idiot, Alter. Warum kann man denn nicht zurückspulen? Warum kann man in diesem Spiel nicht zurückspulen? Ich brauche den Leistungssand. So, ich muss irgendwas loswerden, dass ich hier den Leistungssand mitnehmen kann. Ach Mann, ey. Wie enttäuscht kann man von sich selber sein? Butch so. Ja. Yep.
Die haben doch hier von einem Schatten gesprochen. Was für einen Schatten meinen die denn? Der Schatten hinter dem Koboldküstenland. Klingt auf jeden Fall alles sehr schön hier. Nein, du sollst in diese Höhle rein. Nicht mehr und nicht weniger. Gut. Ja. Das ging schnell. Hängt hier einfach rum. Okay, hallo Giratina. Ich bin gekommen, um dich zu fangen. Moin. Hallo. Hast du Lust zu kämpfen und dich fangen zu lassen? Okay, anscheinend schon. Na, ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin guter Dinge. Autsch. Okay, Mondgewalt. So. Geht auch auf jeden Fall gut los. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht allzu starke Attacken machen. Spukball wäre sehr effektiv. Ansonsten ja Eisenschweif oder Lichtkanone. Wir haben wirklich sehr viele. Ach, guck mal, aber Nassschweif und so weiter ist nicht effektiv. Wahrscheinlich gehen wir dann eher in die Richtung, damit wir dann nicht ganz so viel Schaden machen. Wir wollen ja jetzt nicht. Wir wollen den ja jetzt fangen. Wir haben jetzt leider kein Hypnose oder so dabei. Das ist ein bisschen schade. Und guck mal, das passt. Das mit der Tempotechnik hier, das passt. So. Hyperball! Bleibst du drinne? Ja, läuft. So einfach kann es sein. So einfach kann es sein, Giratina zu fangen. Platinumkristall. Was das? Ah, andere Form. Gut. Können wir Larven gleich mal Bescheid geben? Der wird sich freuen. War fast ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Volo ist allein zurückgekehrt und hat mir alles erzählt. Anscheinend erkannte Giratina, dass es dir nicht gewachsen ist und beschloss daraufhin, Hisui zu beschützen. Volo will, dass wir es erforschen und im Pokédex registrieren. Bevor er verschwand, sagte er, dass wir ihn wohl nicht mehr wiedersehen werden. Ich glaube, er hatte sich sehr auf die Vervollständigung des Pokédex gefreut. Cool. Und das war's. So, Leute. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier nicht mit Arceus dienen können. Das wird aber in den nächsten Wochen irgendwann passieren. Ja, ich werde mich hier, wie gesagt, privat nochmal darum kümmern, dass wir hier alle Pokémon haben. Und wenn es soweit ist, dann kümmern wir uns um Arceus. Bis dahin sage ich Dankeschön. Danke, dass ihr mit mir hier die Zeit verbracht habt. Danke, dass ihr euch das alles angeguckt habt. Danke, dass ihr nicht aufgegeben habt, dass ihr weiter an mich geglaubt habt. Es soll euer Schaden nicht sein, sagen wir mal so. Wir werden auf jeden Fall noch Arceus besuchen.
Und wenn es soweit ist, kriegt er hier natürlich Bescheid. Kommt auf unseren Discord, ButchBob42, schaut euch die ganzen anderen Let's Plays auf diesem Kanal an. Dafür lasst einfach ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, sodass ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hier ab nächster Woche mit Pokémon Karmesin. Ich freue mich extrem drauf, ich hoffe ihr auch. Und nochmal ein bisschen Schrecken, ganz genau so sieht's aus. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Mein Name ist Butch und ich bin raus.